Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing. Ich habe gerade die Vernaschen die Weltbox angeboxt, die mal wieder zu spät kam. Aber nicht mehr lange, denn es war die letzte oder vorletzte Box. Wir wissen es leider noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, was da los war, wieso, weshalb, warum, dann schaut auf jeden Fall beim Vernaschen die Weltbox Video vorbei. Das dürfte auf jeden Fall vor diesem Video online gekommen sein, wenn ich mich nicht alles täusche. Und da ist auf jeden Fall auch das neue Boxengewinnspiel online. Deswegen um vorbeischauen und mitmachen. Und natürlich auch bei den Online-Gewinnspielen. Ja, und auf jeden Fall kommen wir zur geliebten Fairy Box, die mich bis jetzt noch nie enttäuscht hat. Tatsächlich noch nie. Dass mal ein Produkt drin war, das mir nicht so zugesagt hat, okay, aber das habe ich ja dann an euch verlost. In der Hoffnung, dass es jemand kriegt, den es interessiert. Aber sonst habe ich die noch nicht enttäuscht. Deswegen bin ich schon mega gespannt, was da drin ist. So, wir lesen erst auf, was hier steht. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairybox. Fühl dich gut und tu Gutes. In der Fairybox haben wir für dich Bestes an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haar und Körper zusammengestellt. Da steht tatsächlich dieses Mal nicht mehr dort, nur ein Goodie. Es ist ein Goodie drin. Lese ich aber natürlich jetzt noch nicht vor. Wir nehmen wieder die Bubble und packen sie in die Schachtel, so dass sie mich nicht stören. Und dann sieht das Ganze schon sehr vielversprechend aus, auf jeden Fall. Ja, und da werden wir jetzt ein Produkt nach dem anderen auspacken. Ich nehme zuerst die Flyer. Die sehe ich nämlich hier schon rauslugen. Wir haben einmal einen Flyer von La Vida Salzburg Bio Naturkosmetik. Die Kraft der Natur für ihre Schönheit. Was gibt es da? Reine ätherische Öle. Die Seele der Pflanzen, also Öle, denke ich mal. Und Goldmeier, eine normale Seife, wie sie sein sollte. Sozial, vegan, bio, unterstützt Waschprojekte. Okay, interessant. Kein Schnickschnack, dafür mit Sinn und Spaß. Händewaschen mit Seife ist eine der effektivsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Krankheiten. Dafür muss sie nicht fein riechen oder besonders aussehen, sondern einfach sauber machen. Mit der normalen Seife von Goldmeier unterstützt du beim Händewaschen Waschprojekt von Goldmeier und Viva Con Agua, also Leben mit Wasser, und ermöglicht Menschen weltweit den Zugang zu Wasser, Sanitär und Hygiene. Eine hochwertige vegane Kernseife, natürlich Inhaltsstoffe, frei von Gentechnik, CO2-neutral, Produktstandard in Deutschland, ohne synthetische Farb- und Konservierungsstoffe, frei von Mikroplastik und Erdölchemie, recycelt und recycelbare Verpackung, mineralölfreien Farben, bedruckt, unterstützt Wash-Projekt weltweit. Das hört sich echt interessant an, also wenn da was drin wäre. Und ich würde sagen, da gucken wir auch gleich, weil jetzt habe ich es ja eh schon vorgelesen und es ist tatsächlich was drin. Wir haben hier einmal die Goldmeier normale Seife drin mit 100 Gramm. Einfach die normale Seife. Ich habe euch jetzt eh vorgelesen, was das genau ist. Wir gucken einmal hier drauf, wie viel das die kostet. Goldmeier normale Seife. Originalgröße ein Stück. Eine fast normale Seife. Ohne viel Schnickschnack, aber dafür mit Sinn. 3,6 Milliarden Menschen haben noch keinen Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung. 100% der Gewinne dieser Seife fließen in weltweite Sanitärprojekte, die damit also auch du durch die Fairybox unterstützt. Die hochwertige Bio-Kernseife duftet klasse und wird CO2-neutral in Deutschland produziert. Das coole Motiv wurde übrigens vom Künstler Justus von Krager entworfen. Recycelte und recycelbare Verpackung mit mineralölfreier Farbe kostet 3,50 Euro. Das finde ich jetzt in Ordnung. Und riechen tue ich jetzt hier in der Packung tatsächlich nicht viel. Mach mal auf. Bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht ein bisschen so noch Limette, Zitrone, aber sehr, sehr dezent, sehr, sehr dezent. Also ist eine sehr neutrale Seife, warum auch nicht. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Und vor allem, wenn sie wirklich 100% diese, also 100%, mit 100% dieses Vorgehen unterstützt, dann glaube ich, kann man sowieso nichts sagen. Also tolles Produkt. Wir bekommen ja jetzt ein neues Bad, da kann ich das dann nutzen. Dann haben wir etwas Kleines in einem Tiegelchen und zwar, das kennen wir schon, und zwar Handmaid's Carrot Eye Cream. Eine Karottenaugencreme? Bekommt man da nicht orange Haut? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall noch zu, das lasse ich auch zu. Mega interessant an, aber Karottencreme, da habe ich immer so ein bisschen Angst, ob man nicht orange Augenringe bekommt. Vielleicht soll das einfach gegen diese blauen Schatten unter den Augen helfen, das kann natürlich auch sein. Handmaid's Carrot Eye Cream, Originalgröße 15 ml. Tatsächlich 15 ml. Kostet 14,90 Euro. Stolze Augencreme. Diese leichte Karotten-Augencreme erfrischt die Haut um die Augen und spendet gerade bei Heizungsluft die benötigte Feuchtigkeit. Zusammen mit Bio-Jojoba-Öl, ätherischen Karottensamenöl und dem bekannten bulgarischen Rosenwasser wird das natürliche Hautgleichgewicht wiederhergestellt. Bio-Hagebuttenkernöl wirkt zudem den ersten Zeichen der Haut. Alterung entgegen. Die sanfte Creme kann direkt von dem Benutzen deines Make-ups aufgetragen werden. Tipp:
abends aufgetragen kannst du schon morgens in deine strahlenden Augen blicken. Hört sich mega an, werde ich auf jeden Fall verwenden. Und Karottencreme, bin gespannt. Und dann haben wir ein kleines Schächtelchen und zwar Interdental Bamboo Brushes, 6er-Pack, developed by Dentist von The Humble and Co. Steht jetzt alles nur auf Englisch drauf, dann würde ich sagen, lesen wir das auf jeden Fall 100% recyclable, sicher und zertifiziert. We are social. Genau, hier steht das nicht drauf, dann wird das das Goodie sein. Tatsächlich. The Humble Co. Bambus Interdentalbürsten, Originalgröße 6 Stück, kosten 3,95 €. Ist jetzt nicht billig. Für ein strahlend sauberes Lächeln zum Valentinstag, haben sie auch mit reingebracht, sorgen diese Interdentalbürstchen. Sie sind die optimale Ergänzung zur täglichen Zahnreinigung. Bambus ist für seine antibakteriellen Eigenschaften bekannt und kann umweltfreundlich und nachhaltig entsorgt werden. Die Bürstchen sind BPA-frei. Endlich liebevoller Februar. Einen liebenvollen Februar wünscht dir dein Fairybox-Team. Finde ich nicht schlecht. Finde ich echt nicht schlecht. Kann man immer brauchen. Ich muss aber erst wieder zur Zahnreinigung, weil bei mir ist der Zahnstein leider schon wieder ein bisschen da. Dann haben wir ein großes Pöttchen und zwar, ach, das sieht ja Tiegel schön aus, Glastiegel. Tatsächlich von Lavida was. Lavida Traube und Melisse Bodycreme. Ist die offen? Nein, die ist auch zu, dann lassen wir die auch zu, aber die hört sich ja mega an. Melisse und Traube. Erinnert mich so ein bisschen an Hugo. Und zwar Lavida, da ist anscheinend mehr von Lavida drin. Lavida Salzburg Body Lotion, original 100 ml. Sind 100 ml oder? Ja, tatsächlich hält bis 5.23 sogar relativ lange für Naturkosmetik, finde ich. Kostet 23 Euro. Dieses Pöttchen kostet 23 Euro. Teuer! Aber mega cool. Ich freue mich drauf. Mit dieser reichhaltigen Pflege aus Österreich kannst du deinen ganzen Körper verwöhnen und den absolut herrlichen Duft von Traube und Melisse genießen. Ich glaube, dass das echt mega Duft ist. Mit hochwertigem Bio-Traubenkernöl, Shea Butter und Aloe Vera wird deine Haut samtig weich gepflegt und bekommt mehr Spannkraft und Elastizität. Der Fett- und Feuchtigkeitshaushalt wird reguliert und auch empfindliche Haut wird diese samtige Creme lieben. Bio. Da freue ich mich echt, das sieht echt wahnsinnig schön aus. Also das Packaging, Wahnsinn. Ich glaube, dass da das Packaging allein schon 10 Euro von den 23 Euro ausmacht. Dann haben wir etwas sehr Kleines und etwas für euch auf jeden Fall. Das sehe ich ja leider jetzt schon. Ich liebe diese Nagellacke, aber der ist mir zu dunkel. Ich mag so dunklen Nagellack nicht. Ich habe genug eigentlich. Ich brauche eigentlich keinen. Das ist das Schlimme. Obwohl der echt super schön ist. Ich weiß jetzt leider nicht, was der für eine Farbe hat. LW2023, keine Ahnung. Oder VR093 oder Intensity 71%. Keine Ahnung. Und zwar ist es von Boho Green Nagellack Intensity. Intensity ist tatsächlich die Farbe. Originalgröße 5 ml, kostet 6,99 Euro. Boho Nagellacke bestehen aus einer biologischen Zweischichtrezeptur mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Baumwolle, Wolle, Kartoffel, Mais, Weizen, Maniok. Ein UV-Filter soll die Nagelverfärbungen verhindern und die enthaltene Kieselerde ist natürlicher Nagelhärter. Hört sich echt interessant an. Die intensive tiefrote Farbe der Liebe trocknet schnell und ergibt einen glänzenden Oberfläche. Hashtag Valentinstag. Passt natürlich jetzt in den Valentinstag, aber wie gesagt, mir ist es leider zu dunkel. Ich habe dann einen Türkisen davon und in dem bin ich mega verliebt und da reicht es, wenn ich einen habe. Deswegen wandert ihr an euch. Und dann ist noch ein Produkt drin, oder? Genau. Ist bloß noch ein Produkt und auch wieder ein super schönes Tiegelchen, Glastiegelchen. Natürlich wieder von La Vie d'Amélie Lip Balm. Wie ob der riecht. Ist auch geschlossen. Alles ist geschlossen. Und zwar, dann gucken wir gleich drauf, Lavida Salz Lavie d'Amélie Lip Balm. Originalgröße 15 ml. Ja, kostet 14,95 €, also auch 15 Euro. Das ist viel. Das ist sehr viel. Diese feuchtigkeitsspendende Lippenpflege besticht mit einem verführerischen Zitronenkuchenduft und sorgt für unwiderstehliche Lippen. Der Pflegemix aus kostbaren Pflanzenölen Lanolin, Shea Butter und Propolis ist reich an Feuchtigkeit, fühlt sich unvergleichlich leicht auf den Lippen an und sorgt für einen seidig weichen Glow-Effekt. Tipp: Mit einem Finger ein wenig Balm auf die Lippen auftragen. Okay, ob das jetzt ein Tipp ist, ich meine, das macht man halt so. Macht ja Sinn. Auf jeden Fall hat die Box einen Gesamtwert von 67,29 €. Wir gehen nochmal durch. Meine zwei Favoriten, auf jeden Fall der Lip Balm und die Bodycreme. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf bei so einem tollen Packaging. Also wenn das Produkt so toll ist wie die Packagings, dann wäre ich auf jeden Fall begeistert. Und dann einmal für euch den Nagellack von Boho Green, glaube ich, heißen die. Dann einmal Interdentalbürsten, werde ich dann auf jeden Fall auch verwenden, wenn mein Zahnstein weg ist. Dann einmal eine Seife, finde ich, kann man von Haus aus immer brauchen. Und einmal die Karotten-Augencreme, auch
eindeutig eines meiner Favoriten hier drin. Und dann war es das tatsächlich wieder mit der Box. War ein sehr schnelles Unboxing dieses Mal. Ja, aber was soll man lang um die Produkte herumreden? Ich kann nur sagen, dass ich begeistert davon bin, dass ich gespannt bin, wie es ist, wenn ich es ausprobiere. Ihr werdet es dann sehen, irgendwann in einem aufgebrauchten Video. Es ist wieder eine tolle Box. Also bis auf den Nagellack, den ich jetzt nicht so brauchen kann, aber ist halt ab und zu drin. Aber dafür kann ich ihn an euch verlosen. Es ist eigentlich ein wahnsinnig schöner Nagellack, aber es ist einfach nicht meine Farbe und ich darf ihn leider nicht tragen. Deswegen macht es keinen Sinn, ihn zu behalten. Aber den ganzen Rest werde ich wahnsinnig gerne ausprobieren. Wer eine richtig gute Naturkosmetikbox will, dem kann ich die Box nur empfehlen. Es lohnt sich das Warten so wahnsinnig. Ich weiß, man kommt erst auf die Warteliste. Auch ich habe erst 3 Monate warten müssen, bis ich die Box bekommen habe. Aber es ist jeden Monat warten wert. Es ist so eine tolle Box und ich kann sie euch nur empfehlen. Aber genug geschwärmt, das war es auf jeden Fall mit dem Unboxing. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was euer Favoritenprodukt aus dieser Box ist. Würde mich sehr interessieren, also was euch am besten gefallen hat. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn ihr oben in der Infobox vorbeischaut. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Also es ist ein Abonnenten-Special-Gewinnspiel, könnte vielleicht noch online sein. Auf jeden Fall das neue Boxen-Gewinnspiel, das alte Boxen-Gewinnspiel, weil die leider etwas weit zusammenliegen. Ja. Und schaut auf jeden Fall am 14. Februar vorbei, weil da könnte es vielleicht auch was Interessantes geben. Schaut mal vorbei. Und dann könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr, kein Gewinnspiel, kein Unboxing, kein Haul, keinen Vlog, weil die sind ja auch mittlerweile auf meinem Kanal eingekehrt. 4 Vlogs habe ich schon gemacht und es werden noch mehr. Dann auf jeden Fall ein Abo da lassen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!